On this island we found paradise. In a dream we're dreaming every day and night. Toda vida me tienes a mí. Siempre estaré cerca de ti o de ti. Tell me, do you need help? I got hope, I got love here for you. Du bist mal irgendwann angefangen und hast gepostet, den Jerusalemer zu tanzen. Das Ding ist irgendwie so ein Mehrfachläufer geworden. Überall, also in Kala Ratjada, Kala Mior, es gibt hier überall auf der Insel inzwischen Tanzgruppen. Du bist auch da fast überall vertreten. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Ja, Corona-Traurigkeit, überall vertreten, vor allem auch in Pagera. Und irgendwann sind wir bei der lieben Nicole gesessen in Nirador, haben einen Kaffee getrunken und dann sagte Nicole, ich habe jetzt hier echt die Nase voll und wir müssen jetzt was machen und wir wollen gute Laune verbreiten und wir müssen tanzen. Bei mir ist Dennis. Dennis, du hast dir diesen grandiosen Song ausgedacht, extra für Hope Mallorca und eben halt auch für Mallorca. Wie kam es dazu? Im Prinzip kam es dazu, dass ich halt gefragt wurde, aufgrund des Erfolges von Viva la Vida vom letzten Jahr, vom Inselradio-Song, ob ich Lust hätte, den Song für Hope Mallorca zu schreiben. Und ich glaube, das war so, um Sommer herum, also irgendwie Juni, Juli, glaube ich. Heimke, erzähl mal eben, ihr wollt heute tanzen. Was passiert? Nee, wir wollen lieber nicht tanzen, aber Mallorca tanzt nach unserem Song, nach dem Hope Mallorca-Song Esperanza para ti, den eben uns Dennis geschenkt hat, 100% unser Song. Und die haben danach eine ganz tolle Choreo zusammengestellt und tanzen die heute. Und wir freuen uns da riesig drauf. Die haben das in den letzten Tagen immer schon geübt. Wir wollen uns auch ganz doll beim Rathaus Santani bedanken, die uns das ermöglicht haben, dass wir heute, na klar, unter kompletter Rücksicht der Covid-Maßnahmen tanzen dürfen. So, da ja sowieso schon jeder Jerusalemer tanzt, dachten wir, wie drei Hühner, wir machen das jetzt auch und tanzen mit. Und somit sind wir tatsächlich zu dritt an den Strand gegangen und haben uns blamiert. Ne? Tatsächlich, wir haben angefangen mit Blamieren. Und ja, so kam nach und nach immer mehr Menschen dazu, die wir begeistert haben. Einer von den wenigen Männern, die jetzt hier mittanzen. Aber du hast dich voll vorbereitet mit Weihnachtsmütze, sogar mit Bewegung. Ja. Wie bist du zu dem Tanz gekommen? Durch meine Cousine. Sag mal, weil wir haben auch schon bei diesen Jerusalemer mal mitgetanzt. Und ja, irgendwie kam das zu, dass ich mich dann hier bei dem Tanz mit angeschlossen habe. Das Ganze kommt ja jetzt Hope Mallorca auch zugute. Es gab ja bei dem anderen Song, den viele ja kennen, diesen Jerusalemer, mal das Problem, sobald das bei YouTube hochgeladen wurde, hat nur der Künstler da was von gehabt. Und du sagst auch in einer für Künstler schweren Zeit, nee, wir müssen den Menschen hier helfen. Genau, also ich glaube, als Künstler ist natürlich die größte oder die tollste Spende, die man machen kann, irgendwie dann sein Song oder seine Musik in dem Fall zu spenden. Und das ist in dem Fall auf jeden Fall der Fall. Also dass 100% der Einnahmen, alles was regeneriert wird über Spotify oder Radio Plays oder was auch immer da zusammenkommen kann durch diesen Song, zu 100% an Hope Mallorca geht und natürlich dann auch an unsere Insel wieder zurückgeht. Andrea, eine Minute noch geht's weiter, also 30 Sekunden, wie war der erste Durchlauf? Ich habe mich vertanzt, aber macht ja nichts, die haben das alle hingekriegt. Danke. So kam nach und nach immer mehr Menschen dazu, die wir begeistert haben. Und so kam Jerusalemer zustande als erstes. Ich frage dich mal direkt, du bist ja gerade über die Covid-Zeit, also Covid ging los und du wolltest dein Restaurant aufmachen. Und dann kam die Regierung und sagte, zack, erstmal wieder zumachen. Ist das jetzt der Ausgleich, den Frust abzutanzen? Ja, also klar, Leute kennenzulernen, ne, gemeinsam zueinander halten. Klar kommen die Leute dann auch zu mir, unterstützen und helfen. Das ist alles jetzt ein gemeinsam. Ne? Wir wollen Freude haben, tanzen. Ja, was wollen wir mehr? Ne? Esperanza para ti, für unsere nicht spanisch sprechenden Zuschauer, übersetzt das. Esperanza para ti, das ist die Hoffnung für dich. Und im Prinzip ist es das, wonach wir leben hier auf Mallorca. Wir geben allen Hoffnung. Das ist na klar auch toll, dafür unser Name. Hope Mallorca, im Prinzip Esperanza. Einfach die Übersetzung davon. Bei mir ist Jasmin von Hope Mallorca. Du engagierst dich in dem Verein, der ist ja wirklich jetzt in der kurzen Zeit während Covid richtig groß geworden. Ihr habt so einiges auf die Beine gestellt und jetzt habt ihr Dennis gewinnen können, dass er euch diesen Song macht. Wie ist das dazu gekommen? Ja, Dennis ist natürlich Künstler, wie viele, und denen geht es ja auch nicht so ganz so gut. Er wollte aber unbedingt sich engagieren für uns und wie kann man es besser als Künstler, wenn man einen Song schreibt? Und ich denke, der Song kommt aus vollem Herzen, Esperanza para ti, Hoffnung für dich.
Ja, und Dennis ist halt ein Ausnahmekünstler. Ja. Du bist ja heute selber da, um dir den Tanz anzuschauen. Hast du das schon mal gesehen, wenn die Frauen da... Ich habe Videos gesehen, also Videos wurden mir geschickt. Ich weiß, ich glaube von Oliver Macher, kann das sein? Ich weiß nicht, Gruppe Santani müsste das sein, habe ich ein paar Videos gesehen. Bin aber gespannt, wie das aussieht mit dann allen Gruppen zusammen. Man erkennt ja viele Leute nicht... mit Maske. Ich erkenne ihn. Okay, das ist der, aber kannst du auflassen? Das ist unser, ich sag mal, der größte Teppichhändler Mallorcas jetzt hier beim Tanzen. Tanzt du heute? Ja, ich tanze heute. Wir haben geübt, ein paar Tage und bin ich auch dabei. Wie wichtig ist das für dich, dass jetzt mal man was zusammen macht? Also einfach, man sagt tanzen für die Liebe, für die helfen Menschen und zusammenkommen. Gerade im kalte Tage, dass wir hier uns zusammenfinden. Ja. Genau. Begonnen hat es eigentlich bei einem Friseurbesuch bei Heimke. Heimke kenne ich schon sehr, sehr lange von Hope Mallorca. Ja. Und sie sagte, Mensch, was ihr da auf die... Da ist sie! Hallo Heimke! Und dann sagte sie, Mensch, was ihr da auf dem San Salvador auf die Beine gestellt habt, habt ihr nicht Lust, auch unseren Hope Mallorca Esperanza Paraty zu tanzen? Wie kamst du dazu? Ja, wir haben ja, wie gesagt, bei Niki zusammengesessen. Und dadurch, dass ich ja auch eine Personal Trainer Vergangenheit habe und gerne tanze, und da haben wir uns dann zusammengesetzt, haben uns das Lied rausgesucht und haben losgetanzt. Und mittlerweile auch von den Freundschaften, die sich entwickeln haben, das ist halt schön. Ja. Hätte ich nie kennengelernt, die Leute. Ja. Bei Esperanza Paraty ist es ja so, da musste man jetzt erstmal was entwickeln. Wie seid ihr da rangegangen? Ja, das Lied hat natürlich Andrea zur Verfügung gestellt bekommen von der Heimke. Und dann ging es halt los mit der Choreo. Und das hat halt Andrea gemacht, hatte auch noch Hilfe von der Helena. Und dann haben die da die Choreo da aus dem Sand rausgebrotzelt. Und seitdem tanzen wir das. Und das inselweit mittlerweile. Ist das jetzt wirklich, dass dann so Last abfällt, wenn ihr da mit dem Tanzen seid? Ja, das ist tatsächlich so. Und wir haben ja alles erlebt. Wir haben wirklich Polizeieinsätze, wir sind im Keller gesessen, wir haben uns versteckt, wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben alles erlebt die letzten Monate. Und ich glaube, das hat auch zusammengeschweißt. Ich glaube, es geht hier auch darum, die Menschen nicht nur zum Spenden zu animieren, was wir geschafft haben. Wir haben viele, viele Spenden gesammelt, sondern einfach auch diese Covid-Zeit psychisch ein bisschen wieder in die Gänge zu bringen, dass die Menschen sich freuen, dass sie sagen, ich habe heute Tanz, geil, ich freue mich jetzt schon auf Mittwoch, da tanzen wir wieder. Und das ist, glaube ich, sensationell, was wir da erreicht haben.